Hallo, in nächste Schritte am Klavier Volumen 2 lernst du nun die Tastennamen kennen. Diese helfen dir, dich später schneller auf dem Klavier zu orientieren, weil jetzt jeder Ton und jede Taste wie personifiziert wird. Dann lernst du viele Eselsbrücken kennen, die dir helfen, in den folgenden Volumen von nächster Schritte am Klavier 2, 3 und 4 das dort Gelernte schneller zu begreifen. Denn darin hier sind Eselsbrücken enthalten, die dir helfen, das Gelernte nachher, was ist Dur, was ist Moll, was ist vermindert, dieses alles schneller zu entschlüsseln und zu begreifen. Diese Eselsbrücken sind zum Beispiel der Schmetterling, die Tastenfamilien, die Intervalle, die Krokodile ohne Bauch, also der Schneemann ohne Bauch und viele, viele mehr, die dir helfen, dass du bildhaft und immer spielerisch den Zugang zu dieser sonst sehr trockenen Musiktheorie dir entschlüsseln kannst. Viel Freude mit Volumen 1 von nächste Schritte am Klavier.